andere Oper mit oratorischem Charakter. Von Schönberg, Moses und Aaron heißt es ein Oratorium für die Opernbühne. Wie würden Sie selber dieses Werk verstehen wollen? Ich nenne das als Oper und nicht als Oratorium. Man muss nicht, kein Missverständnis haben darüber. Natürlich, vielleicht, also ist es historisch begründet, dass Schönberg hat zuerst dieses Stück als Oratorium geplant, wie zum Beispiel er hat vorher Jakobs Leiter geschrieben. Jakobs Leiter ist wirklich ein konzertantes Stück. Aber ich glaube, während er hat Moses und Aaron geschrieben, dann sicher ist er gekommen zum einen Oper. Und ich finde also, obwohl die zwei Interpreten da sind, Moses und Aaron, die sind natürlich sehr wichtig, ich finde, man vergisst manchmal, dass das Volk hat wirklich sehr viel zu sagen und er ist wirklich wie ein Richter zwischen Moses und Aaron. Und ich finde also, es gibt drei Personen in diesem Fall. Es gibt Moses, Aaron und das Volk. Und deswegen, also ich glaube, diese Regie von Peter Stein zeigt es, dass das Volk spielt eine zentrale Rolle in dieser Oper. Wie praktisch also sehr selten der Fall ist. Ich kann sagen, zum Beispiel Meistersinger, einige Szenen von Meistersinger sind zu vergleichen damit. Wie sagt man, ein bisschen weiter davon, aber was die Chöre als Rolle spielen in der Passion von Bach zum Beispiel, wo das Volk ist auch sehr präsent und sehr, sehr wichtig. Und sehen Sie also, ich würde über mich sprechen, also im Vergleich zu diesem Stück. Vor ein paar Tagen, ich habe einen Dialog mit Peter Stein gehabt und man hat mich gefragt, als Konsequenz des Dialogs, wie haben Sie diese Partitur gelernt, also zum Beispiel wie die Tempi, die Reaktionen und so weiter. Ich habe gesagt, ich habe wirklich schon die Partitur dirigiert, vor ungefähr 25 Jahren, aber das war eine Konzertantaufführung. Und da habe ich also natürlich auch meine Entscheidungen getroffen, aber der wirkliche Kontakt mit der Partitur ist gekommen, wenn wir zusammengearbeitet haben mit diesen Protagonisten, diese zwei Protagonisten, mit Peter Stein, und wenn wir haben die Regieprobe zusammen erlebt. Weil für mich also als Operndirigent, was ich bin nur von Zeit zu Zeit und für Sonderprojekte, das ist wichtig, also mit dem Sängern und mit dem Chor immer dabei zu sein, weil ich meine, die Absicht von dem Regisseur mit dem Text und meine Absicht und die Absicht von dem Interpreten müssen zusammen sich treffen. Und deswegen für mich, das ist so wichtig und ich definiere meine Art von Interpretation, wenn ich konfrontiert bin mit der Realität. Und ich muss dazu sagen, dass für die Aufnahme, wir haben die Aufnahme unter die besten akustischen Bedingungen gemacht. Ich will nicht rollen über die akustischen Bedingungen von der Oper in Amsterdam, das ist ein gutes Haus, aber die Akustik von dem Konzertgebäude, of course, ist einmalig, wie jeder weiß. Und deswegen, wir haben den Vorteil gehabt, diese Aufnahme in dem Konzertgebäude-Saal zu machen. Natürlich, also die akustischen Bedingungen waren die beste möglich. Und noch dazu kam, was ich versuche zu machen jedes Mal, wenn ich eine Oper aufnehme, dass es gibt diese Aufnahmesitzungen zwischen die Vorstellungen. Weil die beide haben, wie sagt man, einen Benefit davon, profitieren davon. Sehen Sie also, wenn es gibt, so wie in Amsterdam damals im Oktober, es gab 10 Vorstellungen, ziemlich nah voneinander, aber getrennt. Und natürlich, wenn man hat keinen Kontakt mehr mit dem Orchester zu arbeiten über Details, es gibt Sachen, die verschwinden allmählich. Ja? Und man weiß genau, die Sachen, die werden im Gegenteil ganz fest bleiben und die Sachen, die ein bisschen schief gehen.
Und mit der Aufnahmesitzungen hat man wieder alle unter sein Macht, würde ich sagen. Man kann alles kontrollieren, die Sachen, die wirklich ein bisschen daneben gegangen sind, kann man wieder zusammenbringen. Und die Vorstellungen wirklich sind immer auf dem höchsten Niveau, weil die Aufnahmesitzungen sind da dazwischen. Aber auch die Aufnahmesitzungen haben einen wirklich großen Vorteil, weil die sind, es gibt eine Osmose, die sind von den Vorstellungen mit einem dramatischen Impuls, enriched, wie sagt man das, bereichert. Weil es gibt also dazwischen, die Vorstellungen sind so nah, dass jeder, wenn er nimmt auf, denkt von der Bühne, von der Szene, von der dramatischen Impuls. Und deswegen, ich finde, dass also diese Methode von Aufnahme zwischen die Vorstellungen ist wirklich ein großer Vorteil. Und deswegen haben wir so disponiert. Und ich hoffe, dass Sie hören das auf der Platte. Ja, vielleicht noch einmal zurück zu Ihrer ersten Aufnahme. Das war, glaube ich, Anfang der 70er Jahre, dass Sie das in der BBC aufgenommen haben. Dazwischen liegt jetzt nicht nur, das war damals konzertant, jetzt liegt dazwischen nicht nur die Erfahrung dieser Inszenierung, sondern natürlich auch für Sie selbst die Erfahrung von Bayreuth, etwa von den Ringproduktionen. Können Sie noch etwas sagen, hat sich Ihre Sicht dieses Stückes in dieser Zeit auch verändert und Ihre Interpretation? Ich bin kein Narzissus, deswegen also ich höre nicht meine Platte jeden Tag, sicher nicht. Don't skip.